Wenn wir unsere neuen Lichtmast nutzen möchten, muss das Fahrzeug dazu erstmal an sein. Das brauchen wir aber nur, solange wir den Mast nach oben fahren wollen, weil dann brauchen wir Druckluft und die kommt aus dem Fahrzeug selbst. Ja? Wenn der Lichtmast nachher an ist, die LEDs da oben drin, die laufen über die Batterie, von daher dafür brauchen wir nicht zwangsläufig den Fahrzeugmonitor, zumindest nicht im ersten Moment. Die Steuerung ist hier hinten neben der Pumpe angebracht. Die kann man dann hier rausnehmen und sich dann so hinstellen, dass man den Lichtmast auch sehen kann, während man ihn bedient. Ja? Von der Steuerung ganz einfach. Wir müssen sie erstmal einschalten. Das ist diese Taste hier in der Mitte, diese grüne. Sobald wir die drücken, gehen hier auch diese ganzen LEDs an und ab da können wir den auch steuern. Jetzt haben wir hier zwei große Tasten, die insofern auch vom Piktogramm her uns zeigen, dass es auf oder ab des gesamten Lichtmastes sind. Ja? Also am Anfang fahren wir den Lichtmast erstmal hoch. Es dauert einen kleinen Augenblick, bevor er sich dann auch hinter uns zeigt. Sobald er sich dann aber in unserer Sichtweite bewegt, dann können wir ihn auch drehen. Bitte vorher nicht drehen, weil es dann sein kann, dass er zu tief ist und sich dann noch gegen die Leiter zum Beispiel gegenknallt. So, wenn wir den jetzt so gedreht haben, dann ist er in der Endposition. Er ist grundsätzlich 360 Grad drehbar, aber er ist gerade im Moment im letzten Punkt, also in der Nullstellung. Von daher können wir nur in eine Richtung drehen, ja, und das ist insofern nach links. Da können wir ihn drehen. Und mit der Taste rauf und runter können wir ihn neigen. Auch da ist es wiederum so, wir sind gerade in der insofern obersten Position. Wir müssen jetzt nach unten schwenken, wenn wir dann ihn schwenken möchten. Ja? Wir können also durch die untere Taste den bewegen. So, das können wir auch einmal rum machen. Und können anschließend den Lichtmast 360 Grad drehen. Gut. Jetzt haben wir hier oben in der Mitte noch eine Taste. Diese Taste alle. Darauf können wir alle Lampen, wie das die Taste schon sagt, auf einmal einschalten. Das dauert einen kleinen Augenblick, beziehungsweise wenn wir sie einschalten, geht erst die eine Bank an und dann die andere Bank. Wir haben Fernlicht, wir haben Nahlicht. Diese Bänke gehen getrennt voneinander nacheinander an. Ja, drücke ich da drauf, sieht man auch, dann gehen hier oben die beiden Tasten an. Erst ist das Fernlicht an und jetzt kommt das Nahlicht dazu. So, mit der Taste geht es auch wieder aus und wir können auch einzeln die Fern- und Nahlicht jeweils ein- und ausschalten. Dafür haben wir zwei Tasten und das einzeln machen. Genau, jetzt können wir den Lichtmast, wie wir wollen, links, rechts verschieben, hoch und runter schwenken, den Kopf oben oder auch den Lichtmast von der Höhe her einstellen, also runterfahren oder hochfahren. Eine letzte Taste, die hier noch wichtig ist, ist die Verlassen-Taste. Das ist sowas wie die Homecoming-Funktion. Sobald ich da einmal raufdrücke, kann ich die Tastatur hier, also die Bedienung auch wegpacken, also ausschalten und wegpacken. Er fährt automatisch dann runter in seine letzte, in seine Ursprungsposition, Verlastungsposition. Dasselbe passiert übrigens auch, wenn ich im Fahrzeug sitze und die Feststellbremse löse, weil nur dann, dann denkt das Fahrzeug, ich will losfahren und nimmt den Lichtmast unten in die Standardposition. Ja? Wenn ich diese Taste drücke und dann merke, oh, da habe ich jetzt aber zu früh gedrückt, da braucht man dann noch Licht, dann kann ich durch diese Auffahrtaste hier das Ganze unterbrechen und auch nur durch diese Auffahrtaste. Ja? Also ich drücke hier drauf, dann verlastet der, fährt er zurück, geht aus und fährt runter, kann darauf drücken und sofort hört er auf und ich kann wieder ganz normal weiter bedienen, wie ich das möchte. Ja, ich drücke jetzt mal diese Taste. Ja, und dann sieht ihr jetzt, die Lampen gehen aus nacheinander. Ja, und anschließend fährt der Lichtmast in seine Ursprungsposition und verlastet sich selbst. Ja, ich kann das durch diese Taste hier unterbrechen. In dem Moment habe ich jetzt also gestoppt. Wenn ich nochmal drauf drücke, verlastet er weiter. Wenn ich fertig bin, einfach wieder ausmachen, dann sind alle Lampen aus und ich kann die Tastatur wieder verstauen.